Hallo, hier ist euer Mr. B. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer ab 6 Jahren geeignet. Yippie! Yippie! Es geht weiter mit einer neuen Folge von Willkommen auf Deponia mit Rufi und mir. Und nachdem wir auf der oder beide untere Aufstiegsrunde angekommen sind und hier sich Goal noch ein bisschen auf dem Müllhaufen ausschläft und Rufi auch hier geschlafen hat, geht's weiter. Dann schauen wir doch mal weiter, was denn hier passiert. Kaugummi-Automat? Guck mal. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Kann man das benutzen? Mach mal. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Guck mal ins Inventar. Hui. Oh Gott, entschuldigt meine Freunde, was ist hier los? Uiuiui. Warum ruckelt es hier? Mann. Ah, Kaugummi. Was kann man da machen? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Ah, das hat er gekaut. Kellerasselgeschmack. Was haben wir denn hier? Guck mal. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Aufmachen? Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och nö. Was? Geh mal auf Zeit. Ich sieh doch gar nichts, Rufi. Nimm mal Stecker. Nimm mal. Oder da? Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Weiß nicht. Oh, aua! Mann! Was passiert hier? Hallo? Hebelgummi? Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Aha. Und jetzt? Jetzt steht er auf Calzone. Und jetzt? Jetzt steht er auf Phosphor. Was ist das für ein Geschmack? Nochmal? Jetzt steht er auf geschmacklos. Okay, was kann man hier machen? Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Okay. Was hat der denn Automat? Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Oh. Immer. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Nochmal. Nochmal? Ich hab noch. Achso. Cool, cool. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Nur das ist bestimmt der Böse. Und nun? Noch was? Verdächtiges Lämpchen? Wie? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Aha. Okay, und was soll die machen? Na, Kuga, schon mal komm. Lauf mal noch raus. Tschüss. Schlaf schön, Goal. So,
Ah, was ist das? Was soll man denn jetzt? Guck mal. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Zuckerschock, yippie! So, kann man da runtergehen. Was kann man hier machen? Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ich wollte gerade sagen, hallo, was ist mit dir? Ah, Zuckerschock wieder. Yippie! Klappe? In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Hä? Drück mal. Achso, ich klappe zu machen. Noch was? Hallo? Nö. Ah, das ist ja... Bahnhofshalle. Aha, sind wir nur in der Halle. Okay. War das mal Bahnhof nach Elysium oder was? Ich verstehe nicht, wohin soll der gegangen sein. Renn doch mal da rein, los. Ui. Hallo, dunkler Bildschirm. Guck, guck. Ah. Okay. Schon eine Klappe? Nochmal eine Mosaikscheibe? Guck mal. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen. Und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Hä, das sieht eher aus wie so hier Mob. So hier Rebellion oder so. Wo ist da Konfetti, was? Klappe? Ah, ich will dafür eine Fackel. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Das kennen wir schon. Ach, noch mal was? Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Das sieht aber alles verdächtig. Das ist doch irgendwie hier. War das mal verbunden mit Elysium oder was? Was ist mit der Lampe hier? Das einzige Licht hier hinten. Ja, schön. Kann man da laufen? Was passiert da? Okay. Ist ja fies. Ist ja fies, hallo? Wenn man da nicht hinläuft, dann geht's ja gar nicht. Aha. Nix. Fast. Ist ganz schön gruselig hier, hallo? Und verhältst du vorher? Gehen wir mal hin. Fahrstuhl, ich komme. Ui, da geht der noch. Okay. Plattform, Uhr, Gummeluhr. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Was? Wieso? Verdammt. Öltankklappe? Öffnen? Geht das? Hä, komm ich doch gar nicht hin, oder? Ah, doch. Ja, super. Plattform?
Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Nö, Rufi, da funktioniert gar nichts. Du wohnst auf dem Schrottplanet. Guck mal kurz. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür. Bis ich das Passwort rausgefunden habe. Ah, bist du also schlauer Fuchs? Mach mal. R-U-F-U. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Alter. Du bist echt sehr verliebt, Junge. Das ist echt, echt höllemäßig. Da machen wir auf. Ah, guck mal. Die Seife ist dreckig. Ha, macht was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Nimm mal mit, komm. Ah, wisch mal, guck. Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Zum Putzen, aber das machst du doch gar nicht gern. Aber das kannst du Toni bringen, komm. So. Die putzt doch so gern laut dir. So, nu? Nu? Was machen wir jetzt? Ist hier schon alles schon fertig? Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Kein Code für die Türe oder den Lift? Was? Oh, hallo? Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, hier hat jemand was draufgekritzelt. Was? Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Wie? Guck mal. Zeig. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, hier hat jemand was draufgekritzelt. Ja, das wo ist kennen wohl wir der Rest der Botschaft? Steht da nicht? Kann man das nicht? Verdammt. Wischmob. Kann man. Ah, ist mal. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Das geht nur auf den Stock abgesehen. Wie, du hast auf den Stock abgesehen? Warum? Da kleben noch Fischreste dran. Om nom 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 nom. Nom 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 nom. Hui. Ja, jetzt bin ich ja mal... Moment, hui. Was ist das? Ach, Seife. Warte mal. Fackeln, Stock. Stock ist doch schon mal gut. Da war doch mal was. Gehen wir zum Candy Shop. Candy Shop, ich komme! Komm, Rufi, das musst du selber drauf kommen. Wenn ich das kann, hallo? Hey. Kuckuck. So. Das schmackslos. Steht da auf Calzone. Aha. Da war doch was mit Phosphor. Jetzt steht da auf Phosphor. Das brennt doch, glaube ich, ziemlich gut, oder? Chemie? Chemie 5/6 Klasse? Warte mal. Wenn ich jetzt, kann man das nehmen? Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren. Und nö, keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Ha. Genau. Hui. Stöckchen. Und los. Zack. Hui. Wusch. Da. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Genau. Wie, jetzt ist das aber nicht echt, oder? Ich glaube, das ist das Sinn da. Oh, Entschuldigung. Freut heute mal, was ist los? Hier, was ist denn hier los? So. Eigentlich wollte ich. Hab ich ja nicht gedacht, dass die ist Rufi, du alles Elsa hier.
Müllschlucker, du bist ein Müllschlucker. Nimm nochmal. Ich hole eine Fackelersatz. Ich dachte, du bist... Alter. Jetzt beim Scheiße leuchtet es hinter dem Popo, oder was? So.